Drei Länder in 3,5 Wochen mit dem Camper unterwegs. Magische Momente, atemberaubende Natur und ganz viele tolle Eindrücke. Herzlich willkommen zu einer neuen Buchbesprechung, auf die ich mich ganz besonders gefreut habe. Neben mir sitzt Birgit, eine Kundin von CW, die nicht nur gerne reist, sondern auch ganz viele tolle CW-Fotobücher gestaltet. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, danke schön. Ich freue mich auch, hier zu sein. Wir wollen heute über dein letztes Projekt sprechen, die Reise nach Skandinavien mit deinem Mann zusammen. 3 Länder in 3,5 Wochen. Und du wirst uns heute dein Buch selbst vorstellen, eine ganz spannende Geschichte erzählen dazu. Wir freuen uns sehr darauf. Ja, erzähl mal, wie ging es los? Was hat dich oder was hat euch bewegt, das Thema als Buch zu gestalten? Ja, also es war schon immer ein großer Traum von uns, einmal nach Skandinavien zu reisen. Den haben wir uns jetzt erfüllt und noch dazu mit einem Camper, was wir auch besonders schön fanden oder was uns besonders Spaß gemacht hat. Und das war klar, dass wir dann natürlich ein Fotobuch auch dann anschließend gestalten, weil ich auch mit vielen Fotos nach Hause komme. Ja, und es macht mir halt große Freude, das Fotobuch zu gestalten. Und das ist jetzt entstanden. Wir gucken gleich mal rein. Ich freue mich richtig drauf. Ich habe natürlich vorher schon mal ein bisschen geschaut. Aber für viele ist ja interessant, wie entsteht so ein Projekt bei dir? Wie gehst du vor? Warum entscheidest du dich für das Format? Oder welche Bilder werden ausgewählt? Ja. Das darfst du uns heute alles erzählen. Wir gucken also ein bisschen hinter die Kulissen deiner Gestaltung. Also erstmal ist es mir immer, oder ich habe festgestellt, für mich ist es gut, immer so ein bisschen Zeit erstmal verstreichen zu lassen. Also wenn ich direkt nach einer Reise beginne, ein Fotobuch zu gestalten, dann möchte ich wirklich alle Fotos da reinbauen, weil ich irgendwie an allen Bildern hänge. Und wenn so ein bisschen Zeit verstrichen ist, dann fange ich an, mir zu überlegen, es geht eigentlich mit dem Format los. Das finde ich schon die erste Schwierigkeit fast, weil ich gerne auch zum Beispiel im Porträtformat arbeite. Ich habe jetzt auch schon Fotobücher gestaltet mit, wie heißt das? Im Hochformat. Ja, genau. Was ich auch super interessant finde. Und ich überlege dann so ein bisschen für mich, was habe ich so für Fotos? Sind die mehr im Hochformat oder im Breitformat? Welche Bilder habe ich besonders gerne? Und ich entscheide mich inzwischen am liebsten für das quadratische Format, weil das vielseitig ist für mich jetzt. Also ich kann da halt Fotos einbauen im Querformat, auf eine ganze Seite bringen oder halt auch einfach ja im quadratischen Format. Das heißt also, ganz wichtig, schön, alle Bilder erstmal zu haben, damit du den Überblick hast. Ja. Und dann kommt, glaube ich, das Schwierigste für alle. Und ich glaube, auch für jeden, der sich schon mal zumindest mit dem Thema beschäftigt hat, welche Bilder schaffen es denn ins Buch? Was ist denn so aus deiner Sicht das Kriterium an deine Bilder oder an deine Auswahl? Ja, es ist natürlich von der Qualität muss es halt passen. Und es ist auch völlig unterschiedlich. Also es gibt manchmal ein Foto auf der Reise. Zum Beispiel, als ich das gemacht habe, wusste ich schon fast, das könnte es aus Titelblatt schaffen. Coverbild gemacht. Genau, ich habe das gesehen, dachte so wunderbar. Und dann halt fange ich an, das aufs Cover zu setzen mit der passenden Schrift und Farbe. Und ja, dann geht's weiter. Es gibt aber auch Reisen, wo ich das gar nicht weiß, wo ich eigentlich fast schon das Fotobuch fertig habe und immer noch nicht das passende Coverbild. Das ist ganz unterschiedlich. Geht mir auch so. Cover ist für mich immer das Schwerste. Ja. Wenn du jetzt deine Bildauswahl getroffen hast, machst du dir im Vorfeld Gedanken, wie strukturierst du das Buch oder ist das eigentlich klar? Entsteht das bei der Gestaltung? Wie gehst du so vor? Also ich suche eigentlich meine Lieblingsbilder raus vorher, packe die in einen extra Ordner und fange dann an, passende Fotos für jede Seite zu suchen und setze die wirklich erstmal nur auf die Seite, ohne die zu bearbeiten, ohne die zu gestalten und dann schaue ich, passt das farblich. Und wenn ich dann alle einmal eingesetzt habe, dann wird es schwierig. Dann fange ich an, oh, das ist aber auch schön, das möchte ich ja auch noch machen. Das fällt dann hinten runter, weil das passt einfach nicht. So gehe ich vor. Also ich fange erstmal an, wirklich mir einen Ordner zu machen mit meinen Lieblingsfotos, die ich auf jeden Fall ins Fotobuch einbauen möchte. So, jetzt haben wir hier ein quadratisches Buch. Wir haben ein tolles Bild, 3 Länder mit dem Camper unterwegs. Wir haben es ja gesagt. Lass uns mal gucken, wie jetzt die Reise beginnt. Und ich glaube, alle sind gespannt, was du zu erzählen hast. Ja, sehr gerne.
Also die erste Seite finde ich auch immer sehr wichtig. Ich habe jetzt hier auch eine besondere Schrift mir mal rausgesucht und runtergeladen, was mir halt gefallen hat. Und ich versuche das halt so ein bisschen auf dieser Seite zusammenzufassen, was so folgt. Also dass man so eine kleine Übersicht bekommt, vielleicht so stellvertretend das ein oder andere Bild auch sieht, dass man Lust bekommt. Genau, das Thema ist einfach. Wunderbar. Sehen wir hier gleich große Bilder, auch quadratisches Format, passt natürlich wunderbar auf die Seite. Eine feine Schrift und wir sehen sehr viel Platz. Ist dir das wichtig, dass deine Fotos gut wirken? Ja. Also ich mag auch Fotobücher, die so ein bisschen schnörkeliger sind. Ja. Die gucke ich mir auch gerne an und dann denke ich schon, ach, das könntest du ja auch mal machen oder das ist ja auch mal eine Idee. Aber ich mache das dann und denke, nee, das ist jetzt nicht meins. Also ich fange dann immer wieder an und mache es eigentlich möglichst klar und ich möchte, dass die Fotos einfach auch wirken können auf der Seite. Schön. Also auf geht's nach Skandinavien. Habt ihr eigentlich die Tour geplant vorher? Wie war das? Grob. Also wir haben geplant, logischerweise nach Norwegen zu fahren und die Fähre haben wir gebucht. Also das war das Einzige, was fest war. Man braucht keine Campingplätze vorreservieren. Wir sind einfach drauf losgefahren und sind da geblieben, wo es uns gefällt. Und hatten auch das Glück, wir sind im August, September gereist. Es ist außerhalb der Hauptreisezeit. Also wir haben auch überall guten Stellplatz bekommen. Also mehr Tiere gesehen als Menschen dann. Ja, es ist auch wunderbar. Jetzt haben wir hier eine riesen Übersichtsseite und man sieht alles. Erzähl mal, was hat dich hier beschäftigt bei der Gestaltung? Ja, mir ist es immer wichtig, auch einen Überblick zu bekommen, wo waren wir wirklich. Also mit einer Landkarte, mit den Orten. Manchmal baue ich dann auch, habe ich jetzt hier nicht gemacht, die Reisezeiten dazu. Also wann wir wo waren, das fand ich jetzt eigentlich nicht so spannend und die Karte habe ich halt zur Übersicht eingefügt. Genau, zur Übersicht eingefügt. Beschreibungstexte, bist du die große Texterin oder lässt du eher das Bild sprechen? Wie ist es bei dir oder wie ist es für das Projekt hier? Im Grunde genommen immer so ein bisschen beides, weil ich denke, wenn ich mir das jetzt in ein paar Jahren nochmal angucke, dann möchte ich einfach nochmal nachlesen, wie lange waren wir unterwegs, wo waren wir, was hat uns besonders gut gefallen. Das ist ja so, nach ein paar Jahren ist es auch immer wieder spannend, sich diese Texte durchzulesen. Also ich versuche dann schon auch so ein bisschen das spannend auch zu erzählen. Und da kleine Auflockerung drin, mein Clipart dabei, Farbgebung. Ist das ein großes Thema für die Gestaltung, dass du sagst, Übersicht und Farben müssen stimmig sein? Ja, also ich habe schon versucht, die Farben, die es hier gibt, auch da so wieder so ein bisschen in dem Grün einzufügen oder zu übernehmen, dass es halt so ein bisschen strukturiert, also zumindest harmonisch wirkt. Ja. Es ist halt wichtig, dass so eine Seite harmonisch wirkt. Und es hat funktioniert. In der CW-Community kriegst du ganz viele tolle Nachrichten von Menschen, die das sehen. Alle sind begeistert und also das Konzept ging, glaube ich, ganz gut auf. Lass uns weiter gucken. Ich bin ganz gespannt. Also hier ging es los in Dänemark. Auch ein schönes Land, kann man allein schon, glaube ich, einen super Urlaub verbringen. Wir hatten Sommer, Sonne, Wellen, Dünen, da dachte ich mir so, kann der Urlaub losgehen. Also wenn das so weitergeht. Aber ihr wolltet nicht dort bleiben. Wir wollten nicht dort bleiben. Ziel war Norwegen. Genau, wir hatten ja die Fähre gebucht und haben da halt einfach einen Zwischenstopp eingelegt. Sind noch ein bisschen am Strand lang gegangen und ja, wunderbar. Auch hier wieder, auch die Buchmitte von der Gestaltung her überschritten. Also du versuchst auch nicht nur die einzelne Seite schön zu machen, sondern auch immer die Kombination, praktisch rechte Seite, linke Seite als Gesamteindruck zu machen. Ist das so? Ja, genau. Ja. Fällt mir sofort auf, sehr angenehm und immer auch zu sehen, viel Platz. Ja, man hat ja so eine ganze Seite und warum soll man dann irgendwie alles dann auf eine Seite quetschen und ja, wie gesagt, ich versuche immer nicht so viele Fotos auf eine Seite zu bringen und dafür halt dann wirklich die schönsten. Versuche ich. Ob es klappt, weiß man nicht immer, aber am Ende ist es ja dein Buch. Ja. Das ist ja das Wichtige. Es ist ja
euer Buch, ich sage jetzt immer dein Buch, aber dein Mann, hier ist er ja auf dem Bild, ist natürlich ja mit dabei. Er ist ja euer Buch und ihr müsst euch ja selbst wohlfühlen. Sehr schön. Ja, zum Beispiel interessant ist es, dass mein Mann sich das vorher nie angucken möchte. Also ich kann zu ihm nicht sagen, ja, schau mal. Und manchmal frage ich ihn, findest du das Foto schöner oder das Foto? Aber er möchte immer das fertige Produkt sehen. Also, er vertraut dir offensichtlich. Ja, er sagt immer, nee, du machst das und machst es gut. Und ich möchte dann hinterher mich lieber überraschen lassen und das alles einmal mir angucken. Ich glaube, ich hätte auch Probleme, wenn da einer wäre und sagt, nee, das würde ich jetzt so nicht machen oder mach das doch lieber so. Und da würde ich aber lieber die Seite anders gestalten. Und nö, das passt schon. Also gute Teilung dann. Ja. Jetzt sind wir in Norwegen angekommen. Mhm. Genau, also das war unser erster Stellplatz in Norwegen. War auch wirklich für uns was Neues, einfach auf einen Stellplatz zu fahren. Und da war jetzt auch nicht so viel Betrieb. Da konnte man einfach auf so einem Stellplatz sich einmieten. Also man bezahlt da zwar eine Gebühr, aber das war jetzt gar nicht so viel. Musste man auch nicht vorreservieren und dann, ja. Mir gefällt ja besonders gut, dass du praktisch das Thema aufmachst. Also Norwegen, man sieht es genau, aha, jetzt sind wir hier, du hast die Seitengestaltung wieder anders gemacht. Ist das auch was dir wichtig ist, dass du immer wechselst, dass es immer was Neues gibt, dass man, wenn man umblättert, sagt, ach guck mal, auch schön? Oder ist es eher die Gleichmäßigkeit, die du bevorzugst? Ich möchte versuchen, jede Seite spannend zu gestalten. Hm. Auch, dass mal was Neues passiert, aber im Laufe des Buches wiederhole ich das. Ja, also möchte ich das immer wieder irgendwo, dass das so eine, so eine einheitliche... Die rote Linie. Ja. Das heißt, du verwendest auch Layouts wieder, passt sie so ein bisschen an und sagst dann einige Seiten später, nutze ich das nochmal, natürlich mit anderen Bildern, vielleicht anderer Texte. Genau. Sehr einfache Möglichkeit. Genau, und man kann ja diese Layouts gut speichern und dann... Wieder. Kennt sich aus, ich merke das schon. Ne? Prima, lass uns weiter gucken. Ich bin ganz gespannt. Ja, hier haben wir unsere erste Wanderung gemacht. Wir hatten uns auch vorgenommen, oft zu wandern. Mussten wir abbrechen, weil das Wetter, das sieht man zwar hier nicht so, aber es war ganz dolle nass und glitschig und das ging so weit steil auf, dass ich gesagt habe, ich mache das nicht. Und runter schon gar nicht. Also das war wirklich schon recht abenteuerlich, diese Tour. Wir sind dann oben an einer Straße angekommen und sind brav die Straße dann zurückgegangen, bis wir dann wieder im Auto waren. Aber tolle Idee mit der Strichzeichnung hier so ein bisschen, den Hintergrund noch interessanter zu machen. Auch eine Funktion, die es in der Software gibt. Ja. Arbeitest du damit häufiger für deine Gestaltung? Ich habe jetzt tatsächlich das erste Mal gemacht. Echt? Ja. Wirkt unheimlich toll. Ich habe das jetzt mit der Strichzeichnung gemacht und jetzt bei meinem aktuellen Fotobuch habe ich so ein Ölgemälde gemacht. Okay. Also du probierst auch mal gerne aus. Ja. Sehr schön. Layout, verschiedene Bildformate wirkt sofort interessant. Wir sehen es auch hier, großes Bild und kleinere in Kombination ist immer eigentlich eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, interessante Seiten zu gestalten. Mhm. Ist das so ein Tipp, den du auch gerne geben kannst, so aus deiner Gestaltungszeit? Oder hast du noch eigene Tipps, wo du sagst, das mache ich aber noch viel lieber? Gibt es da irgendwas? Nee, das ist eigentlich schon genau das, was ich am liebsten mache, dass ich mir ein Foto raussuche, was groß dargestellt wird. Einfach so ein Eye-Catcher zu haben und suchen wir dann anschließend die Fotos dazu, die passen. Also ist das große Bild immer der Start der Seite und dann daraus ergeben sich dann die restlichen Bilder. Du guckst, was noch da ist und ordnest dann praktisch dazu an. Übrigens mache ich das auch so. Ne? Das ist für mich der einfachste Weg, aber jeder hat ja so seine andere Seite. Jeder hat so. Wunderbar. Und ich finde es halt einfach am schönsten, wenn man eine Seite hat und mit einem Bild. Mache ich fast immer, glaube ich. Ich muss mal direkt mal gucken. Wir gucken. Wir blättern mal noch so ein bisschen durch für unsere Kundinnen und Kunden. Aha. Erste Stadtbesichtigung, hätte ich jetzt gesagt, Stadtkontakt. Ja.
erster Stadtkontakt und auch nur kurz, weil dort legen sehr gerne die Kreuzfahrtschiffe an und sind wir da relativ schnell wieder weg. Aber es ist trotzdem eine schöne, wunderschöne Stadt. Also da einmal durchzuschlendern, macht schon Spaß. Was besonders auffällt, ist natürlich die Fotografie. Ich glaube, du hast dich dem Thema so ein bisschen auch zugewandt. Also Fotografie ist so nicht nur ein Hobby, glaube ich, es ist schon viel mehr Passion. Ja. Hast natürlich tolle Bilder, tolle Motive, tolle Perspektiven. Wie wichtig ist das, wenn man weiß, ich will so ein Fotobuch machen, dass man vielleicht auch bei der Fotografie auf bestimmte Dinge achtet? Hast du da Tipps für die Gestalterinnen und Gestalter? Also was ich jetzt für mich zum Beispiel oder was ich selber gerne mache inzwischen, ist, dass ich so Details fotografiere, dass ich schon mir vorher überlege, ich habe hier einen Wald und dann fange ich an, doch schon mal so ein Blatt zu fotografieren oder was so farblich dazu passen würde, stimmig ist, was ich dann im Fotobuch vielleicht als Hintergrundbild benutzen kann oder einfach als zusätzliches Foto mit einbaue, dass das farblich passt und harmonisch wirkt. Und das mache ich inzwischen gerne, also dass ich wirklich schon durch die Gegend gehe und sage, ja, das könnte ich mir jetzt da ganz gut nochmal vorstellen. Viele, die gestalten und sagen immer, wo kriegst du denn die Bilder her? Ich sage, die müsst ihr selber machen. Und wenn man damit einmal begonnen hat, fällt dann auch auf, ach guck mal, da ist ein Schild und da habe ich vielleicht irgendwie eine Blume oder eine Blüte oder irgendetwas. Wunderbar. Und wenn du deine Fotos einfügst, bearbeitest du die auch mal? Dann nimmst du auch Effekte für deine Bilder, dass du sagst, ich mache auch mal was in Schwarz-Weiß oder wie? Also ich bearbeite meine Bilder schon immer etwas. Also manchmal spiele ich auch ein bisschen damit. Es gibt natürlich auch Sachen, oder wo ich dann Fotos so bearbeite, dass ich hinterher sage, nee, das mache ich jetzt nicht nochmal, das gefällt mir jetzt gar nicht mehr so gut. Mhm. Aber so Tonwertkorrektur, also das Übliche, ein bisschen aufhellen. Mhm. Also ich helle ganz gerne auf für ein Fotobuch, was ich sonst vielleicht gar nicht so sehr mache, weil ich mag es, wenn die im Fotobuch heller sind. Also wenn ich mir jetzt ältere angucke, dann denke ich so, boah, das ist jetzt doch ganz schön dunkel. Hätte es ein bisschen heller machen können. Das mache ich gerne. Und bei den Papieren, wonach geht es dann? Dass du sagst, ich habe eher ein glänzendes Papier oder ich nehme wie hier jetzt das Premium-Matte-Papier. Mhm. Was spielt das eine Rolle? Mhm. Ich mag inzwischen dieses Premium-Matt, mag ich super, super gern. Ich finde, das wirkt ja wertig. Ja. Auch Geschmackssache. Also, natürlich. Eine Zeit lang habe ich Hochglanz gemacht. Trends, Trends. Mode in der Gestaltung. Lass uns mal noch ein bisschen blättern für die Ansichten hier. Ja, jetzt kommen die ersten Fjorde. Superschön. Also Norwegen und die Fjorde. Man fährt nur den ganzen Tag wirklich durch schöne Landschaften. Das ist so eine Wohltat für die Augen. Man sieht nur grün. Also man denkt wirklich, heile Welt. Wäre schön, wenn es so wäre, aber das ist einfach so eine Entspannung und immer wieder Wasser, Fjord, grün. Also Natur ohne Ende. Schönes wenig Licht. Menschen. Es sei denn, man geht auf den Preikestolen und wandert da hoch, da gibt es natürlich viele Menschen. Klar, aber so Hotspots gehören dazu. Ja. Also wenn man einmal den Weg macht, dann ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das auch zu sehen. Ja, genau. Genau, da mussten wir natürlich hoch. Warst du ganz vorn? Nein, ganz. Ich würde es mir auch nicht trauen. Nein. Sehr schön, was mir hier auffällt, ist dieser Einsatz des Rahmens. Das fasst nochmal so ein Thema so ein bisschen zusammen, gerade wenn ich jetzt ergänzende Bilder habe. Ist das was dir jetzt praktisch auch als neue Funktion aufgewandt oder machst du das gerne mal, dass du sagst, ich gruppiere so mit so einem Rahmen verschiedene Bilder zusammen? Ich mache das gerne mal. Ja. Also ich finde, das ist eine schöne Struktur und ein schöner Hingucker, dass das so ein bisschen zusammen aufhält. Sehr schön. Und immer wieder Weißraum, also wirklich Platz für die Bilder und sehr klare Gestaltung angenehm. Und was ich halt auch für mich, es gibt so schöne Hintergrundfarben. Also es gibt ja alle möglichen, kann man ja alle Farben nehmen. Ich tendiere auch meistens wieder zu Weiß immer. Also ich finde das auch, ich finde, da kommen die Fotos auch besser zur Geltung. Ab und zu baue ich mal ein farbliches
einen farblichen Hintergrund ein, aber ich mag das halt einfach. Aber die Möglichkeit ist definitiv da, was auch immer spannend ist da mal. Also ich mache bei so einer Fotogestaltung, ich probiere so viel aus und mache das dann wieder anders und nochmal anders. Und ich liebe das einfach. Mir macht das so einen Spaß, ein Fotobuch zu gestalten. Ich verliere mich dabei auch. Also ich kann das stundenlang machen, ohne dass ich da auf die Uhr gucke. Ich kenne da noch jemanden. Ne? Also wenn die Familie dann ruft und sagt, gibt es denn heute was zu essen? Ja, genau. Dann ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo man unterbricht. Ja. Sehr, sehr schön. Also ich kann das alles wirklich nachvollziehen. Vielleicht noch eine Frage für die Gestaltung. Wenn du für dich so eine Struktur erkennst und sagst, okay, ich möchte Kapitel machen oder ich möchte mehrere Themen in einem Buch gestalten, ist dir dann klar, dass du dann sagst, ich schreibe so einen Einführungstext oder eine kurze Einleitung? Oder ist es eher, dass du sagst, nee, ich platziere dann die Texte da, wo ich sie brauche? Wie machst du das für dich? Ich platziere die Texte so, wie ich sie brauche und wie es reinpasst, ja. Okay, damit also, du dann auch genau das erinnerst, was dir dann an dem Punkt wichtig ja, ist. Ja, also ich kann ja mal gucken, also ich mache das dann schon, wenn, ja gut, hier ist jetzt einfach mal, ne, kann man einfach auch mal wirken lassen, ohne viel Text. Jetzt kommt gerade kein Beispiel mit Text. Also ich habe das dann immer schon benutzt, wenn man an einem neuen Ort ist, dass ich dann versuche, dort auf diese Seite auch den Text zu platzieren. Mhm. Und dann versuche ich auch, alles auf diese Seite an Text zu schreiben, was so, also dieses Kapitel beinhaltet, um einfach dann auf den nächsten Seiten die Fotos wirken zu lassen. Ja, cool. Und bei den Farben, das sind ja Cliparts, mit denen man hier wunderbar arbeiten kann, nimmst du die zum Auflockern oder ist es das, wo du sagst, nee, ich will noch mal einen Akzent setzen oder ist es eher das interessant machen oder das interessanter machen der Seiten? Wie setzt du die Farben oder die Farbflächen ein? Wie ist so deine Idee bei der Gestaltung? Im Grunde genommen so ein Mix aus allem. Ja. Also ich habe mir da noch nie so wirklich Gedanken gemacht. Ich finde das halt einfach schön, nochmal so ein bisschen das aufzulockern auch. Das mag ich. Aber ich finde auch, das ist von der Wirkung auch da, dass man halt die Fotos noch mal besser zur Geltung bringen kann, wenn man da mal noch mal eine Farbe einbringt. Ja, und wenn es nur eine Linie ist, ja, die eine andere Farbe mitbringt oder eine Farbfläche, auf der ich einen Text platziere, sehr, sehr schön. Und bei den Bildformaten, nimmst du dann eher auch einen Ausschnitt oder ist es dann eher, dass du sagst, ich will schon schaue schon, dass ich das gesamte Bild einfange? Wie ist da? Unterschiedlich. Und je nachdem, was du so brauchst. Genau, dann, okay. Unterschiedlich, was ich so brauche. Ich versuche schon, das ganze Bild dort einzubauen. Aber ab und zu passt es halt nicht und dann nehme ich einen Ausschnitt. Und dann. Das ist ja dir Gott sei Dank möglich, alles mit dem Programm. Genau, man kann das ja machen. Sehr, sehr schön. Lass uns noch zwei, drei Seiten angucken und dann werden wir natürlich auch den Link zum Buch in der Videobeschreibung verlinken und einfügen, sodass ihr dann alle in Ruhe blättern könnt, um dann gleich mal an der Stelle den Hinweis zu geben. Aber wir gucken noch mal zwei, drei Seiten an. Also auch wieder groß und klein in Kombination. Schriften, wir hatten vorhin kurz über Schriften gesprochen. Du sagst, du hast dir eine schöne Schrift runtergeladen. Machst du das immer nach Bedarf für das Projekt? Oder sagst du, jedes Buch muss eine andere Schrift bekommen? Oder ist es das Thema? Was ist da so deine Idee? Ich habe so meine Lieblingsschriften, die ich gerne verwende, möchte aber möglichst für jedes Fotobuch eine eigene Schrift haben. Und ihr ertappt mich dabei, dass ich, wenn jetzt keine passende Schrift dann da ist, wobei da ist ja auch schon eine Riesenauswahl vorhanden, dass ich dann teilweise schon ganz lange nach einer passenden Schrift suche und dann vielleicht manchmal doch wieder auf die alte verfalle. Ich versuche immer, möglichst nie mehr als, ich sag mal, vielleicht drei Schrifttypen zu verwenden in einem Fotobuch. Mhm. Ich finde das auch verwirrend, wenn dann immer wieder eine andere Schrift auftaucht. Ich mag es halt, so eine Überschrift zu haben und ein Text, der muss ja klar sein. Also das darf jetzt in meinen Augen nicht schnörkelig sein, muss gut lesbar sein. Was auch ist zum Beispiel, dass die Größe dieser Schrift von dem Text
Da muss man auch, glaube ich, immer ganz toll aufpassen, wenn man ein Fotobuch bearbeitet, dann denkt man, oh, das kann man ja gar nicht lesen. Ja. Das ist ja sehr klein. Und wenn man das dann in der Hand hält, denkt man so, nein, das ist ja die Schriftgröße. Habe ich ja so nicht eingestellt. Zu groß, ja, genau. Ja. Also wir sagen ja, so Schriftgrößen 10 Punkt, 12 Punkt ja. Reicht eigentlich, wenn die Schrift klar lesbar ist. Und natürlich fragen viele und sagen, reicht das wirklich aus? Auf dem Bildschirm ist es kleiner, aber... Du hast es jetzt bestätigt. Reicht. Ja, kann man gut. Genau. Wunderbar. Sollte dann vielleicht mal so ein Buch nehmen und gucken, wie da die Schriftgröße ist. Das ist natürlich genau das, was wir vorhin gerade sagten. Details. Du guckst auch mal, was fängst du vor Ort ein. Kleine Dinge, die du mitfotografierst, sind natürlich für solche Seiten super geeignet. Ja. Und wichtig auch die Personen dann in irgendeiner Form. Wenn du natürlich immer hinter der Kamera bist, musst du dann irgendwann auch mal die Kamera weitergeben oder sagen, komm, jetzt darfst du mal. Das stimmt. Aber mit der Arbeitsteilung klappt das ja super bei euch. Ja. Also insofern ist das sehr, sehr schön. Ja, was ist noch wichtig, was du sagst, das würde ich gerne noch mitgeben oder das hat dir geholfen oder das ist vielleicht irgendwas, wo du sagst, Mensch, wenn sich jetzt Menschen daran machen, vielleicht das erste Projekt zu machen oder vielleicht eben das nächste zu planen, was ist so dein Tipp noch für all diejenigen, die sagen, jetzt soll es passieren, jetzt soll es losgehen? Also mein Tipp ist wirklich, in der Community zu schauen. Da sind so viele Beispiele, so viele wunderbare Beispiele, so kreative Ideen, dass man da immer mal wieder sich ja Ideen holen kann und vielleicht ja einfach anzufangen. Also gar nicht so versuchen, alles jetzt in ein Fotobuch zu bauen, sondern einfach sich so eine Idee zu holen und da erstmal mit anzufangen. Und vor allen Dingen auch die Webinare sich anzuschauen, was man alles mit der Software machen kann. Also das ist wirklich, da sind so viele. Da, selbst für mich, wo ich das schon so lange mache, wenn ich mir da wieder mal was anschaue, denke ich so, ach, das kann man auch machen. Freut uns natürlich jetzt hier. Ne? Das, ja, oder, oder was man einfacher machen kann. Prima. Mhm. Dann darf ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Birgit. Ja, wir uns heute so ein bisschen hinter die Kulissen bewegen durften in deiner Gestaltung. Ja, und wir hoffen natürlich, dass ihr Lust bekommen habt, euch das tolle CW-Fotobuch in der Community anzugucken. Und natürlich verlinken wir auch die Community direkt in der Videobeschreibung hier unten. Das heißt, dort liegen insgesamt, glaube ich, 20.000 Kundenbeispiele mittlerweile, die man Seite für Seite durchblättern kann. Und eben nicht nur dein eines Buch, sondern von dir liegen da noch ganz viele weitere Bücher. Also wer dort mal auf Entdeckungsreise gehen möchte, darf das gerne tun. Ich sage ganz, ganz lieben Dank. Es hat mir wirklich Freude gemacht, auch mal zu hören, wie das alles so aus Kundensicht geht. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt es gern mal in die Kommentare rein. Wir verabschieden uns, sagen Tschüss, bis zur nächsten Buchbesprechung. Ciao, ciao.